So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel in der Special Mission von Fluffluff, Knuddeluff, wie auch immer. Wir sind hier in meinem Geheimversteck von Amaldo stehen geblieben und wir haben eine geheime, legendäre Karte gefunden, die irgendwas Spezielles bringt. Was genau, wissen wir noch nicht, aber wir werden es bald rausfinden. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Lass uns auf Erkundung gehen. Und damit würde ich sagen, beginnt die Erkundung von Fluffluff, Knuddeluff, Pummeluff, allen drum und dran, der ganzen Stammbaum. Der hat dann erfahren, oh, erkunden ist geil, wegen diesem Amaldo. Ja, aber egal. Es ist aber ein bisschen spät, wir sollen morgen aufbrechen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon völlig Sorgen. Ach Quatsch, ich bin alleine im Wald mit einem Monster, das ist doch ganz normal. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall sollte er erstmal nach Hause gehen. Am nächsten Morgen. Tatsächlich. Okay, we sind back at home. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluff, Fluff. Ich glaube, wir gehen einfach mal los. Und gehen zur Zuflucht von Amaldo. Und ja. Wir hauen einfach ab. Bis später. Pass auf dich auf, Kindchen. Ja, die wissen zwar nicht, wo wir hingehen, aber hey, juckt die einfach nicht. Zack, und es... Sonnenschein. Oh, Fluff, Fluff. Fluff, ich habe gehört, dass du mit den Schlitzohren auf Erkundung warst. Wie war es? Ja, es war schön. Ja, ja. Alle sind mittendrin nach Hause gegangen. Oh. Knut, gut so. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Hey, Fluff, Fluff. Lass uns heute zusammen spielen. Tut mir leid. Ich habe heute bereits etwas vor. Bitte was? Du hast etwas vor? Woher willst du denn? In den Trübwald. Was? In den Trübwald? Genau. Bis später. Juckt ihn einfach nicht. Einfach nur, hey, ich will einfach dahin. Läuft. Hä? Wo willst du hin? Hey, Fluffluff, noch alles gut gelaufen? Logo! Ich kann kaum glauben, dass du entkommen bist. Ich dachte schon, du wurdest von diesem Monster verspeist. So lecker bin ich doch gar nicht. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Freund? Ja, ein Freund. Ich bin gerade auf dem Weg wieder zu ihm. Spielen. Bis dann. So richtig süße, so ein kleines Kind, was einfach nur spielen will die ganze Zeit, ey. Total niedlich. Dum, 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 dum. Guten Morgen! Hey, da bist du ja, Junior. Schnell, lass uns gehen, nun mach schon. Kein Grund, ungeduldig zu sein. Von der Erkundung musst du sicher gehen, dass du gut vorbereitet bist. Vorbereitet? Ja. Sieh mal hier. Was ist das? Dies nennt man Kangama-Speicher. Hier kannst du dein Abenteuer sichern und deine Items sortieren. So einen solltest du auf deinen Erkundungen nie auslassen. Wirklich? Oh, ey, hör auf, darauf so rumzuhauen. Sorry, Dude. Na, wie auch immer. Du kannst jedes im Kagama-Speicher gelagerte Item verwenden, wie du es für angebracht hältst. Lass uns also mit Hilfe des Kagama-Speichers die Vorbereitung des Abenteuers abschließen. Ja, verstanden. Muss ich jetzt meinen Chor benutzen auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Lager prüfen. Ja, ich kann meinen Chor nehmen. Was haben wir denn? Implosivs dann nehmen wir... Oder was können wir denn mitnehmen? Haben wir irgendwelche... Moment. Ich habe, das weiß ich, Belebersamen gefunden. Die werde ich wieder wegpacken. Oder? Weiß ich nicht. Ja, Quack. Nimm mal mit dir. Komm. Scheiß drauf. Oder? Ich lager sie lieber, die sind so kostbar! Lagern. Weg damit, komm. Jetzt nehmen wir uns irgendwas anderes Schönes mit. Welcher Power. Überpowerten Attacken hier? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Ein Reinsamen vielleicht? Ne, die behalte ich lieber auch. Das sind so viele Items, die einfach alle viel zu schade sind. Flairsamen. Halluzination. Ja, vielleicht für ein paar Gegner. Sinelbeeren wäre vielleicht noch ganz gut, ne? Ach, egal. Juckt mich nicht. Komm, Leute. No rest of hand. Kriegen wir es so hin. Wir sind ready to go, guy. Ich bin fertig. Lass uns auf Erkundung gehen. Junior, ist schon soweit? Fast. Nein? Ja. Ja, sehr gut, lass uns aufbrechen. Yeah. Auf zur östlichen Höhle.
und go, 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 go. Östliche Höhle, U1. Für Leute, die keine Ahnung haben, wir haben im letzten Part, wie gesagt, diese Karte gefunden. In der Höhle von Amaldo. Und dort war abgebildet, dass wir in die östliche Höhle sollen. Denn dort befindet sich, oh mein Gott, ein Dickter. Ne, angeblich ein Schatz, wie er sagte. Und genau den suchen wir jetzt. Und Amaldo ist, für Leute, die es nicht wussten, ein Erkunder im Ruhezustand. Ein Rentner. Oh yeah, der aussieht wie ein geiles Amaldo halt. Identität. This attack is critical and OP in this game. Habt's gesehen, die Attacke macht einfach mega Schaden. Man kann nichts dagegen tun. Das ist einfach zu stark. Lebersam. Chaos-Sam. Er tut einfach alles, soll er ruhig machen. Krieg ein paar IP. Östliche Höhle und die Musik ist low. Oh, let's go. Oh, it's good. Ich fände es cooler, wenn Pummeluff, Knuddeluff oder sonstiges damals auch ein Pokémon Rot-Blau gewesen wäre, damit man so ein bisschen Bezug hat zu der Person. Also jetzt die formwickelte Form davon. Das fände ich mal an sich eine geile Idee, oder? Was sagt ihr dazu? Würde man so ein Pokémon, Team Rot, Team Blau, dass es so ein Knuddeluff in der, oder Pummeluff in der Stadt gegeben hätte, wo, oder wo man sagt so, da ist so ein Knuddeluff oder Pummeluff halt in der Stadt, was sagt, ey, ich will Erkunder werden. Ich habe alles gelernt von so einem Amaldo, dass man diese Story hier so wiedererlebt. Das wäre geil gewesen, aber haben sie leider nicht gebracht, sowas. Ich glaube, ich sollte bei Nintendo arbeiten. Ich bringe solche Ideen rein, ey. Am Ende merkt das eh keiner. Aber wäre doch mal eine Idee, oder? Sowas reinzubauen, so ein bisschen Timeline so ein Spiel reinzuklatschen, finde ich echt witzig. Nassmacher. Du machst mich nass, ich mach dich tot. Versa, Cash Money. Und ich muss heute unbedingt Blendsam, okay. Eigentlich mich an ein Projekt ansetzen, woran ich schon seit mehreren Wochen arbeite, aber mir immer wieder die Zeit und Lust fehlt, das weiterzuarbeiten. Nein, 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 das war doof. Just saying. Das war doof. Nicht nur verlieren wir jetzt unsere ganzen Items. Nein, wir sind wieder ganz von Anfang auch. Wir müssen es nochmal versuchen. Ja! Wir haben noch wenig Zeit. Ja. Lasst uns einfach ausbrechen, okay? Zero Head ist mal den Dings mitgenommen, ne? Oh, brauchst du nicht. Lebersam. Wer braucht das schon? Lieber schön sparen für den anderen. Für die andere Mission. Viel intelligenter. Was? Tut das Ding nicht mal. Du brauchst einen Pfund immer. Unnötig. Lass mich dich töten. Dankeschön. Mein Gott. Und Pfund hinterher. Dankeschön. Mein Gott, ey. Das. Ah, da geht's doch weiter. Okay. Da geht's doch weiter. Wir sind Level 17. Wusste ich gar nicht. Da ist ein bisschen niedriger irgendwie. Ah, das töten wir noch. Da gibt's da irgendwelche geilen. Beleber. Sich zusammen. Schade. Aber ich gebe die Hoffnung nicht aus. Immer wenn ich ein gelbes, sameintiges Item sehe, das ist ein Belebersames. Muss einfach so sein. Ausdauerband. Eigentlich könnte ich Pomlo auf Band geben, ne? Wäre eine Option. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich überleg's mir nochmal. Ich muss mir so einiges überlegen heute auf Arbeit. Ich muss ja gleich zur Arbeit. Und da habe ich so Zeit, mir so einiges auszudenken. Weil ich will unbedingt ein Projekt für die Wii wieder starten. Sowas wie Smash Brothers oder sonstiges wollte ich ja machen. Jetzt, wo ich die neue Capture habe, kann ich das auch tun. Und... Oh, komm, Beleber! Ja! Beleber sammeln! Ich sag doch, Leute, man muss nur dran glauben, dann passiert sowas auch. Dann kriegt man auch mal einen Belebersamen aus sowas. Man freut sich des Todes dann, weil man 800 Poke gespart hat. Oh yeah. Naja, was ich sagen wollte, ich kann jetzt wieder Konsolenspiele Let's Play in HD. Was ziemlich geil ist. Und ich will ja noch die Wi-Fi-Builds bringen. Und ich brauche immer noch einen Klick-Die-Klack zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich habe immer noch keins bekommen, weil ich habe Spätschicht, Leute. Und wenn ich von der Arbeit komme, sind die meisten von euch wahrscheinlich schon im Bett. Was ein bisschen kritisch ist. Deswegen kann ich mir keins von euch besorgen und deswegen muss ich mir wohl ein Klick-Die-Klack nehmen, was, ja. Nicht die Dreamworld-Fähigkeit hat, weil ich da an keins rankomme, so. Ist schade, ich weiß, aber muss man halt mitleben. Oder ich nehme ein anderes Pokémon einfach. Muss ich mal. Monsterfalle? Ja.
Ich muss mal gucken, wie ich das mache, aber irgendwie werde ich das schon so gestalten, dass wir da ein vernünftiges Team haben für die vom Zero to Hero Modus. Ich werde auch mich heute Abend dran setzen, Teambuilding, und dann werde ich das auf jeden Fall morgen aufnehmen, sodass wir auf jeden Fall am Sonntag oder Samstag davon einen Part bekommen. Deswegen, vielleicht auch schon Samstag, deswegen, je nachdem, wie wir Zeit haben. Der Part hier wird eher erst Montag kommen oder Dienstag, also braucht ihr euch da gar nicht irgendwie Sorgen machen. Meint der nächsten Samstag? Das ist doch schon passiert. Deswegen, ich nehme den hier im Voraus auf, weil PMD habe ich viele Parts auf Vorrat, weil PMD eben locker flockig, jetzt gerade nochmal, ich muss in 20 Minuten, nee, in 10 Minuten los zur Arbeit. Und da habe ich mir auch gedacht, komm, stellt sich ihm hier hin, nimm es ihm schnell auf und läuft. Deswegen, das hat nichts Schweres an sich. Das ist ein Tangela und ein böses Identitätmonster. Und wir schlafen. Get wrecked. 50 Schaden. Das Ding ist auf Steroide, ey. Ich kann doch nichts machen. Dick da, ey. Das ist kein Dick da. Das ist ein Dick tot, ey. Alter. Was soll ich dagegen machen? Das ist ein Instant-Belebersam-Verbrauch, ey. Da freue ich mich nicht mal über den Belebersam. Sag ich mir, toll. Das ist eine Lebensversicherung gegen Dick da. Wo sind Sie versichert? Ja, Belebersam, ne? Wenn so ein Dick da um die Ecke kommt, dann bist du ganz schnell, ja. Dann bringt die auch ganz schnell um die Ecke. Putz. Scheiß Ding, ey. Ich hasse das Ding. Dick da ist echt ranzig. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu kämpfen, deswegen gehe ich jetzt einfach weg hier. Weg von hier. Aua! Ich habe mir gerade. Oh, ich habe mir auf der Arbeit gestern Fuß aufgehauen komplett. Da ist alles blutig gewesen. Da bin ich gerade gegengekommen und das tat ein bisschen weh. Zero, du Mama, hör auf zu weinen und spiel Pokémon. Ja, ist okay, Abonnent XY. Wir machen. Hyperstrahl. Ah, Gegenstoß. Auch ein super TM. Okay, haben wir so einen Treppenmob? Ich will es probieren. Versteinert alle Gegner. Oh. Oder hat der noch so einen Treppenmob? Dann beklauen wir den doppelt. Ah, das wäre die Idee noch, Leute, zum Abschluss des Parts heute. Schön einen auf Dieb machen. Yeah, Level up! Woo! Plus 5, plus 3, plus 3. Alter, das Ding ist auf Steroide. Wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Gibt es noch ein Megaband, wo man durch Wände gehen kann? Heilband. Warum sind die so teuer, Alter? Was macht das? Achso, das heilt KP auf. Was macht Defense? Wird einfach die Verteidigung. Macht irgendwie Sinn. Wir können es gar nicht einsetzen. Ja, okay, dann. Never mind, dann ist mir das egal. Wenn das eine Mega-TM wäre, die ich auch einsetzen kann, dann mache ich das irgendwann. Aber so nicht! So macht das ja keinen Sinn. Die ultimative Diebestrakt. Ne? Stirb! Ups. Ups. So, östliche Höhle U10 schon. Marka, wie lang ist diese Ebene? Verwurzler, ey. Und das heilt 10 auf. Das ist gar nicht mal so schlecht in dem PMD. Stolperfalle. Oh, ich bin hingefallen. Und wir gehen weiter. Wir sind so weit gekommen. Der Schatz, wo mag er nur sein? Oh, kannst du das Licht dorthin sehen? Lass uns das mal untersuchen. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Boah, Leuchte! Was ist das? Das wüsste ich auch gerne, was das ist. Boah, das ist ja unglaublich! Sieh nur, da vorne ist eine Tür! Der Schatz wird wohl hinter der Tür sein, oder? Nun los, gehen wir, gehen wir! Nein, warte, Junior! Was denn? Ist dir am Anfang dieses Raumes gar nichts aufgefallen? Sieh mal genau hin. Es gibt eine Art Trick. Das ist ein Puzzle, das sieht man doch. Wie man die Tür öffnet. Ja. Schau mal oberhalb der Tür. Siehst du das ähnliche Symbol dort? Ich denke, wenn wir dort einen Fels oder ähnliches hineinstecken, wird das etwas auslösen. Aber da gibt es doch noch zwei. Hä? Dann gibt es noch die zwei großen Baumstämme auf den beiden Seiten. Achso, die werden uns töten wahrscheinlich, glaube ich eher. Und eine Nadelwand gibt's auch noch. Achso, läuft. Geil. Und diese Stacheln in der Wand. Ja, das ist schon ein bisschen tödlich, ne? Also da kann man ruhig von sterben. Und da sind auch Kristalle. Ja, ich schieße wahrscheinlich Laser oder sowas.
Und hier sieht Fassersatzvorrichtung irgendwie wichtig. Es bedarf eines geübten Auges, all diese Mechanismen zu entdecken. Verstehe. Also sollten wir umhergehen und alles ausprobieren. Richtig, genau, alles ausprobieren. Oh, das kann uns töten, das kann uns töten und wir sind tot. Läuft. Aber Leute, ich würde sagen, diesen Raum werden wir im nächsten Part vom PMD, wenn wir den Part überleben. Ja, ich würde sagen, was passiert ist, werden wir im nächsten Part klären. Leute, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao. Louis Fui ist tot.